Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Informationsvideo. Wie ihr schon im Titel gelesen habt, geht es um die Minecraft Staffel 7 hier auf dem südesmeraldischen Fernsehen. Ich habe euch ja schon vor ein paar Wochen gesagt, dass jetzt mehr meteorologischer Kram hier kommt. Und da möchte ich natürlich dem Gaming-Bereich auch ein bisschen noch treu bleiben, aber nicht mehr so sehr, weil mir das dann ein bisschen zu aufwendig wird. Dafür kommen dann aller Monate, also pro Monat, ein Let's Show, was dann so zwischen 20 und 40 Minuten dauert, nehme ich mal an. Am Anfang eben noch nicht so lang, aber ich kann es euch jetzt bereits schon mal ein bisschen was zeigen, was sich getan hat. Erster Punkt: Ich habe einen eigenen Server jetzt. Der hat eine eigene IP und der hat bis jetzt eine unbegrenzte Anzahl an Slots und er ist nicht bei Nitrado gehostet. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich habe den Hoster-Anbieter genommen, der nennt sich NGZ. Könnt ihr ja mal nach googeln. Gut, ich habe hier eine kleine Plattform gebaut. Hier wird man erstmal spawnen. Hab hier ein bisschen Sand abgebaut und hier Sandstein hingepflanzt und ja, mit Eichenholz, das was man eben hier jetzt gerade hat. Genau. Hier unten habe ich einen kleinen Bootsanleger gebaut. So. Das war eigentlich mit das erste, was ich hier errichtet habe. Erstmal das ganze Holz wieder in Treppen verbröselt. So, dann habe ich gestern noch angefangen, eine kleine Höhlentour zu machen. Da kam auch ordentlich was an Eisen rüber, so drei Stacks, 10 Goldbarren, die sind hier. Ein bisschen Lapis Lazuli habe ich heute Morgen noch gefarmt und eben schon ein paar Setzlinge. Das Haus ist erst heute entstanden. Es nennt sich das Haus der ersten Siedler. Und hier ist ein Bett von mir und das ist das Bett vom lieben Manska. Hier gibt es eine Treppe runter zum Keller. So, hier habe ich jetzt vom Mittelpunkt dieser Insel, es ist nämlich eine Insel, ich kann es auch noch ganz kurz auf der Map zeigen. Wir sind sozusagen auf dieser Insel. Und hier hat man eben einen Spawn gehabt. Hier habe ich Sand abgebaut. Hier ist man ursprünglich gespawnt. Und zwar unter Wasser, den habe ich dann verschoben nach da. Man spawnt sozusagen in einem Bereich dieser vier Chunks, nehme ich an, oder keine Ahnung. Ja, hier ist das Häuschen, hier ist die Schafsfarm. Die Schafe waren so auf diesen Bergzügen und hier hinten, die musste ich hier rüber buxieren. Das war auch eine sehr frickliche Angelegenheit. Und hier habe ich ein kleines Feld angelegt, das kann ich immer kurz zeigen. Da ist ein kleines Feld. Wie ihr seht, das wird dann mit der Zeit nach automatisiert werden. Ja. Dort unten ist der Ansgar und hat hier eine kleine Höhle entdeckt. Die habe ich speziell noch nicht erforscht. Gut. Gehen wir mal weiter hier. Ich gehe mal beim lieben Ansgar vorbei. Ich habe gerade einen Setzling eingesammelt. Ja, ich habe viele Setzlinge. Hier habe ich den ersten Stein abgebaut, der mir dann zu mehr Werkzeugen verholfen hat. Und diese Insel besteht hauptsächlich aus einem riesengroßen Waldgebiet. Hier sind ganz viele Schafe noch zusätzlich. Hoppla. Ich möchte gerne hier hoch. Es ist gerade keine Musik an. Ja, ich kann auch die Schaufel nehmen. Ja. Zack. Und zack. Na, das war jetzt ja richtig cool. Gehen wir einfach mal so hoch. Genau. Und dann hier runter. Also hier über diese Klippe musste ich die Schafe auch bugsieren. Mal gucken, ob wir da noch einen Tunnel hinbauen. Ja.
Ist ein privater Server, muss man dazu sagen. Also er hat natürlich eine Whitelist. Trotzdem, Let's Show, das monatlich kommt, möchte ich jetzt keine Bürgermeisterwahlen veranstalten. Es kommt immer mal einer kurz drauf, nehme ich mal an, und geht dann wieder, wie er eben möchte. Ich möchte hier keine festen Regeln jetzt, außer natürlich die Hauptregeln, die MLC hat, eben, dass nachts geschlafen werden muss, natürlich. Ne? Und auf gegenseitigen Respekt und Rücksichtnahme, das ist, glaube ich, allgemein, das braucht man hier nicht einzuwerfen. Hier war das erste Feld, was ich angelegt habe. Und keine Ahnung, warum ich so weit weggegangen bin. Ich wollte irgendwie an eine Süßwasserquelle. Von hier habe ich dann auch mit Eimer dann eine Süßwasserquelle, upsala, dann zu mir gebracht. Genau, hier ist eine kleine Bucht und hier ist auch die Höhle, wo ich drin war. Ja, da können wir mal ganz kurz runter gucken. Die Zeit nehme ich mir jetzt, um euch das zu zeigen, wo ich meine erste Höhlentour hier begonnen habe. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz orientieren, wo genau. Hier bin ich schon reingekommen. Natürlich Fackel-Rechts-Taktik, ich bin da wahrscheinlich von der anderen Seite rein. Und ja, genau, hier hinten. Nee, hier ist Fackel-Rechts. Da. Da ist die Fackel-Links, hier muss da irgendwo mein Lager, genau, hier ist das Lager. Muss, glaube ich, auch noch ein bisschen groß sein. Hier sind die 7 Zäune, die ich oben gesucht habe. Das ist sehr schön. Hier ist noch ein Ofen, da ist sogar noch was drin und eine Werkbank. Und ja, wenn man sich auf der Map kann ich das gerade nicht angucken. Aber ihr seht das hier oben auf der Karte. Hier ist schon ein bisschen was ausgeleuchtet und eine Schlucht habe ich auch schon gefunden. Genau, da geht es hier dann wieder nach oben. Genau, ich habe mich als erstes hier rüber gebaut. Daran kann ich mich sogar noch entsinnen. Seht ihr mal. So, das war die erste Höhlentour von mir, die ich hier auf der Karte sozusagen gemacht habe. Und hier ist eine Bucht. Und wir wollten uns noch überlegen, der liebe Hans gar nicht. Diesen Fluss sozusagen, der hier mit dem Meer verbunden ist. Hier sind ganz viele kleine Inseln hier mit verbinden. Irgendwann mal und so einen kleinen Zinnhafen oder Binnenhafen, wie man ihn auch nennen möchte, zu erschaffen. Hier scheint noch eine Schlucht zu sein, aber sonst ist erstmal von mir nur dieser Teil erkundet. Ich bin immer mit dem Boot ein bisschen rumgefahren. Keine Ahnung, warum es jetzt diesen Junk-Teil hier nicht lädt. Komisch. Und hab hier noch ein bisschen was entdeckt. Und dann bin ich mal auf Festland und bin dann hier so beim Fluss weiter und dann hier rüber. Und da war auf einmal ein Dörfchen. Auch sehr witzig. Bin ich dann hier runter, da habe ich dann gesehen, okay, hier ist Sumpf. Und der Sumpf geht ja hier noch weiter. Hier drüben auch. Ein riesengroßes Sumpfbiom. Hier ist Fichtenbiom, hier ist ein Birkenbiom und irgendwo hier hinten ist noch ein Schwarzeichenbiom. Ja, wir haben erstmal ordentlich an Holz. Ich gehe mal. Oh, hier ist Zuckerrohr. Guck mal. Das lasse ich erstmal hier. Da baue nur den obersten Teil ab. Super, habe ich noch gar nicht gesehen. Hier ist eine Pfingstrose. Ne, das ist Flieder, ist das Flieder. Ja, es sind ein paar Steilküsten, so wie ihr seht. Und das wird jetzt erstmal die Staffel 7 werden. Es wird eine Together-Staffel, weil der liebe Ansgar und ich bauen zusammen an dieser Insel. Und mal sehen, was draus wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Und auf Gäste sind wir natürlich immer erfreut. Der Max ist jetzt schon ein bisschen weiter gekommen hier. Irgendwie so ein Tier hinten drauf, oder? Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich gehe jetzt gleich schlafen mit ihm zusammen hier drin
in unseren zwei Betten. Ich schreibe noch mal kurz. So. Und dann bis morgen. Oder bis morgen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Tschüss.